Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen, sagen wir mal, Horror-Part. Mit einer kleinen Änderung, wie man eventuell schon sieht. Hi, ich habe Angst davor. Ja, wir spielen heute Outlast. Nicht Whistleblower, sondern normales. Vorweg, ich weiß von normalen Outlasts so gut wie nichts. Ich weiß nur, dass man im Haus drin ist. Beziehungsweise, am Anfang weiß ich, dass man mit einem Auto zu dem Haus fährt und dann die Gegend erkundschaftet. Whistleblower kenne ich fast auswendig. Würde ich sagen, beginnen wir ein neues Spiel. Ich habe Angst. Oh Gott, Schwierigkeit. Ja, normal, hä, normal, die werden normal. Oh, da ist ein schwieriger Fall, plötzlich so Inhalte. Kraftausdruck, Menschen, dir viel Spaß. Hahaha, du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur. Einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle, die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst und die anderen Journalisten einen großen Bogen, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, du bist kein Kämpfer, um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, nein. Keines von beiden. Ich will weglaufen, ich will nicht sterben und ich will mich auch nicht verstecken. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric System mit Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ja. Schönes E-Mail erstmal von Mute Mail. Oh, Gmail. Müssen wir uns merken. Schreibt mir später mal eine E-Mail hin. Genau die gleiche. Mal schauen, was bekommt. Tipp: Illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. 17. September 2013. Ja, okay. Schließen. Oha. Da vorne ist gerade was gerannt. Da ist doch gerade was. Oh Gott, ist das ein grisseliges Zeug. Ja! Sicher noch weniger. Aber wieder um, okay, wieder um, meine ich. Komm hier nicht hin. Ich frage mich, ob man da oben hinkommt. Beziehungsweise dahin. Miau! Gerade. Also, untersuche die Nervenheilanstalt Mount Massive. Notizen haben wir keine. Dokumente. So, das Geld ja genau. Schloss. Aufmachen. What? Mit einem Gesicht am Schloss entlang schrabben. Das mache ich am liebsten. Und währenddessen am Schloss rumkauen. Ah. Gibt's hier was? Nein, auch verschlossen. Okay. Also, elf wird uns niemand. Das Einzige, was wir haben, sind Supplies. So, jetzt gibt's hier eine Lampe. Aufzeichnen. So, hier. Mount. Massive Asylum. Asylum Massive Mount. Wir müssen wieder gekehrt werden. So, die Namen, die merken wir uns jetzt. Merken wir uns jetzt halt. So. Na. Ich wollte gerade sagen, mach's gut. Oh, cool.
Scherben sieht man trotzdem immer gut. Ih, was bist du denn? Kann ich auch. Was hat... Oh Gott. Warte, was ist das? Rek'Sai? Von der Tür erschrocken, Mann. So. Lauf schneller. Fernseher, ich bleib jetzt bei dir. Bei dem Kuchen draußen, wenn man. Warte mal. So ein Bild, dass wenn man weiter wegschaut, dass er dann grinst. Und wenn er näher hinschaut, dass er immer böser schaut. Ah. Was bist denn du? Hauptsache eine Cola steht neben mir. Dunkel. Holy! Komm, ich muss mich halt erschrecken. Ich bin meine Mutter schlecht. Ich kann mich nicht zurückhalten. Was war das? Scheiße, Leute. Der zappelt noch. Der hat keinen Kopf und zappelt noch. Weiß nicht, warum wir so komisch so gummimäßig. Was jetzt? Bounce Ball. Oh. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen, mein Freund. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ich glaube, ich will da nicht lang. Das ist ein ungutes Gefühl dabei. Little Fake! Was? Was für ein Schwein! Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. I am also good. Whatever. Können wir... Ja! Wir machen jetzt mal nach Zahlen. Auf geht's. So. Zack. So. Ich bin da gar nicht lange mit mir, kann ich wirklich mal. Oh, Scherben. Jungs, was machst du da? Ich glaube, der steht nicht mal so schnell auf. Also brauchen wir gerade auch nicht mehr. Oder? Genau. Glastisch. Get them out! Get them in there! Get them clean! Yeah!
Ich kann nicht viel. Nein. Warte. Hat denn von den Notizen? Ja, genau. Was? Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Wie gerochener Männer. Das sind gerochene Männer. Gebrochene vielleicht? Ja, wahrscheinlich gebrochene. Please! Lass please! Nein, aber nicht. Gut, dann würde ich auch sagen, meine Nerven sind am Ende, ich pack's nicht mehr. Ich werde jetzt hier in die Ecke gehen, mich an den PC setzen, auf diesen PC das Video schneiden, und mich dann leise ausweiten und mein Sushi fertig ist. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich wieder. Morgen? Ja, morgen ist Samstag. Ja. Wir sehen uns morgen wieder bei LOL Highlights. Meine Nerven sind am Ende. Macht's gut und bis dann.